Pizza. Sie sind Klaus-Dieter Klatte, 42, Vertreter, wohnhaft in Kiel. Vertreter für was? Ja, das ist saisonbedingt. Also im Augenblick hätte ich... Na ja, lassen Sie das nicht so wichtig. Nee. Sie waren mit dem Opfer, also mit Roland Torowski, wie soll ich sagen, befreundet? Gerede. Der Kommissar, alles Gerede. Ja, deswegen frage ich ja. Denn dieses Gerede war das Erste, was ich hier oben im Zusammenhang mit dem Fall gehört habe, und zwar von verschiedenen Seiten. Ja, ja, ja. Die Leute, wenn die nicht zu quatschen haben, ist die nicht wohl. Sehen Sie, Herr Kommissar, die Sache ist so, ich bin, wie soll ich sagen, ein lustiger Mensch, nicht wahr? Bei mir muss immer ein bisschen was los sein. Unterhaltung, Menschen, Kurzweil. Das brauche ich, verstehen Sie? Temperamentsfrage, nicht wahr, Herr Kommissar? Zu Fräulein Kern sollen Sie auch in irgendeiner Beziehung stehen. Das sehen Sie, Herr Kommissar. Ich bin eben nach allen Seiten, wie soll ich sagen, offen. Der gegenseitige Kontakt. Verstehen Sie? Ich brauche den Kontakt, das Gespräch. Das soll Ihretwegen zwischen dem Opfer und Frau Kern zu Differenzen gekommen sein. Na, hören Sie, Herr Kommissar, das ist nun wirklich nicht meine Schuld, wenn die beiden Weiber sich mir in den Hals werfen, dass es nicht mehr schön ist. Und nun jeder auch noch glaubt, dass ich sie heiraten werde. Hat Frau Torowski das geglaubt? Ja, also irgendwie. So genau weiß ich das auch nicht. Glaubt Frau Kern das? Fragen Sie sie doch.